meine Damen und Herren, da kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Es ist wieder mal soweit. Achso, wir waren ja hier beim Hackschnitzel. Genau, wir haben ja hier nochmal ein bisschen Hackschnitzelproduktion gemacht. Wir steigen einfach mal wieder uns ein Pferd ein. Denn wir werden hier nebenbei nochmal ein bisschen was machen. Ein bisschen Hackschnitzel uns holen. Weil ich glaube mal, sonst ist hier gerade nichts großartig zu machen. Ich schlitze noch mal durch, der hier kann noch mal schnell die letzten paar Zentimeter machen. Der hat nichts zu tun, der hat nichts zu tun, der hat nichts zu tun, der arbeitet bei Helfer. Der hat nichts zu tun und der... Walter? Achso, das ist der, ja. Ist schon richtig. Und wir stecken uns ein Pferd hier ein. Ja, uns ein Pferdchen. Und damit fahren wir kurz uns noch ein bisschen Holz holen und gucken mal, was wir so kriegen. Ja Leute, bei mir ist jetzt das neue Jahr angebrochen, bei mir ist jetzt 2019. Ich weiß nicht, welches Jahr bei euch im Moment ist, wenn ihr diesen Part hier seht. Ich nehme gerade wieder mal ein bisschen Vorproduktion auf Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, das wird auch nicht mehr täglich im Moment kommen, weil im Moment die Lust darauf nicht mehr so die riesige ist. Wir werden hier trotzdem weiter den Wald abforsten, nach und nach alles klein machen. So. Ich weiß bloß nie, ob das besser ist, wenn wir uns alles hier hinterholen. Da brauchen wir nämlich das hier nicht mehr, da können wir alles hinterfahren. Und so an sich hier, ich muss nämlich was essen, ich habe den ganzen Tag gerade noch nicht gegessen, großartig. Hier hinten unsere kleine Holzproduktion machen. Ich glaube mal, bei dem vielen Holz, nee, eigentlich, ich will's realistisch haben. Man fährt ja auch aus dem Wald eigentlich raus. So, kurz die Waffe rausbilden. Und dann geht's sofort hier los. Falls im Hintergrund irgendwas nervt, ja, das ist meine... Nee, falsch rum, falsch rum. So, ich soll hier runterrutschen. Alter. Könnten wir auch mal mein Dings anschließen. Mein Controller. Aber bis jetzt habe ich daran auch wieder vergessen. Hui. Au. Das war's. So. Ich wollte meinen Controller mal anschließen, weil mit dem Controller kann man teilweise besser arbeiten. Ich sage jetzt mal teilweise, aber es gibt einige Arbeiten, die sind besser und einige, die sind eher, naja, lass mal dabei. Okay, zu schwer. Dann müssen wir das Ganze nochmal kurz teilen. Der andere hat 80% gegen vollen Tank, das haben wir ja gerade gesehen. Dann müssen wir uns wieder reinsetzen, müssen den Helfer entlassen. Und ja, das habe ich nicht vergessen, obwohl ich jetzt, ich habe jetzt 3 Wochen lang war ich nicht mehr am Computer und habe gezockt. Und das ist für einen, der wie ich ist, traurig. Ach nee, das ist ein extra Baum hier. Muss man auch mal gucken, dass das noch ein extra Baum ist. Wenn man hier guckt, was man hier überhaupt durchsägt, muss man gleich noch den nächsten Baum hat. Wir wollen hier mal plus Baum nach Baum machen. Ja, den schönen Baum hier oben, der wird jetzt demoliert oder wird so kahl geschnitten, dass hier oben gar nichts mehr ist. Genau, das war der Baum. Wir müssen am besten hier noch alles mit direkt machen. Eigentlich schade, weil das ist auch so viel Holz eigentlich, was hier abfliegt. Also ich nehme, ich weiß nicht, wie es im Spiel ist. Muss man eigentlich 2 gleich große Bäume ungefähr mal fällen und müssen wir das mal vergleichen. Aber ja gut, ich werde hier erstmal klein schneiden. Ah, hat einen vollen Tank. Okay. Kümmern wir uns zuerst um A.
Der hat einen vollen Tank. Das bedeutet, wir müssen jetzt Helfer entlassen. Dann machen wir Rohr einfach. Achso, das Rohr ist ja da drüben. Aber jetzt gibt es wieder die großen Probleme. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist so ewig lang her. Mal gucken. Und ich habe jetzt auch auf die Uhr geguckt. Kann ich auch wieder bloß schätzen. Das wird gefüllt, dann kann man hier noch mal drei Stück Holz absägen. Müsste eigentlich auch der Tank vorne mal voll sein. Ich wollte gerade sagen, Objekt zu schwer, das wäre es ja. Einen dicken Stamm mitnehmen, aber das dünne Ding hier nicht. So weit kommt das ja natürlich noch in dem Spiel hier. Ja, ich habe gerade mit jemandem noch anderes geschrieben. Ja, ich habe eine Freundin, wahrscheinlich. Und schreibe aber trotzdem mit anderen. Ja, das geht. Es ist... warum sollte das auch nicht gehen? Ja, es ist... Im echten Leben sortiert man das ein bisschen mehr, aber wenn man hier sortiert, das dauert ja 3 Jahre. Und wenn ich so leicht hochkomme auf den Reifen, dann sieht man so einigermaßen was. Das hat natürlich was dran. Ich möchte in nächster Zeit doch noch ein Real Life Video machen, habe ich mich entschieden. Damit man doch nochmal so drüber überlegt, was will man denn machen dieses Jahr. Das Jahr hat zwar erst begonnen, aber man hat schon seine Pläne, was macht man, was möchte man dieses Jahr noch schaffen. Ich möchte vielleicht doch dieses Jahr umziehen in eine größere Wohnung. Aber das kriege ich hin. Ich hoffe, hier gibt es genug Geld. Ey, wie lange ich hier eigentlich schon an der Mission, also der Helfer theoretisch dran sitzt, ist auch gewaltig. So, haben wir hier noch... Schade, es kommt mal... Schade. Sehr, sehr schade. Also hier haben wir jetzt erstmal alles aufgenommen. Von dem Baum. Und der ist ja dann hier rüber geflogen. Das heißt, wir nehmen den nächsten Baum hier. Und dann fahren wir wieder zurück. Und dann kommen wir vielleicht die ersten Hackschnitzel verkaufen. Würde mich persönlich freuen. Dann haben wir das erste Geld für den Hackschnitzel. Okay, der steht gerade ein bisschen scheiße. Aus gemein, der fliegt schon um. So, wie gesagt. Ne, hier war der andere Baum. Hier flog er hin. Egal. Wir machen erstmal hier kahle Rodung. Das ist eben so unser. Das ist unser Nebenverdienst. Das müssen wir, daran müssen wir denken. Und das ist nicht unser Haupteinkommen. Wow. Also dass das nie despawnt. Ich hätte gedacht, dass es despawnt, weil es zu klein ist, aber anscheinend macht das Spiel mit. Dann singen macht man hier wieder was, dann fahren wir das Zeug wieder weg. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Port. Also die Zeit geht relativ schnell vorbei. Und... Nein, du bleibst hier. Danke. Okay, das kann man mit einer Hand bewegen. Das ist, oder keine Ahnung, nochmal vielleicht auch 2 Hände dafür benutzen. Aber das will man jetzt noch klein machen. Im nächsten Part werden wir das Zeug wegfahren. Also ich glaube, 2 Bäume war ja fast der ganze Wagen da vorne voll. Ich habe jetzt mehrere Nachrichten schon bekommen. Mein Handy vibriert wie verrückt. Auch wenn ihr eine Frau wäre, wäre es lustig. So.
weiter geht's. Wer, also jetzt, das wäre so eine gute Real-Life-Sache, dass man so ein ernstes Thema nochmal anspricht. Wer würde gerne eine Frau und wer würde gerne ein Frau sein, Mann sein? Also von meinen Zuschauern. Weil manche stellen sich das ja als Frau zum Beispiel einfach vor und einige Frauen als Mann einfacher. Das würde mich dann doch mal interessieren, wie so die Meinungen sind. Also ich persönlich würde selber sagen, ich würde als Frau wahrscheinlich glücklicher sein teilweise oder wäre glücklicher damals gewesen, weil ich ja damals überhaupt niemand hatte, also keine Freundin und nur als hässlich bezeichnet wurde öfters. Deswegen denke ich doch schon, dass ich teilweise als Frau besser damals angekommen wäre. Wenn wir mal kurz hier die Abdeckung schließen, es sieht teilweise realistisch aus. Und zurück geht's. Aufpassen, dass wir nie über unsere Felder fahren. Und gucken wir mal, vielleicht können wir auch in nächster Zeit nochmal Alice Multiplayer spielen. Das hat ja damals richtig viel Spaß, also letztes Mal richtig viel Spaß gemacht mit Diamantaxt. Mit denen hatte ich ja damals ewig nicht mehr gezockt gehabt. Und mit dem macht es auch relativ, also macht es viel Spaß. So. Können noch mal gucken, was dann die Eier noch, also was die Eierproduktion macht. Das können wir eigentlich gleich noch mal gucken nebenbei. Also nebenbei, wir können mal kurz reingucken. Aus Außenperspektive ist man ja hier ordentlich ranfahren. N. Dann gucken wir mal kurz, wir gehen mal kurz auf die Tiere. Die Tiere haben 105 Liter Eier, okay. Und die Pferde, die haben tägliches Reiten. Wo stand das nochmal? Also muss nochmal ein bisschen gestriegelt werden. Gesundheit. Ach, hier war das tägliche Reiten, genau. Also wir müssen noch ein bisschen reiten. Aber das kriegen wir hin. Erstmal machen wir wieder hier ein bisschen Hackschnitzel. Ein bisschen Kleingeld. Ist ja wirklich, das ist ja eigentlich wirklich ein kleines bisschen Nebenverdienst. Das ist nicht unser Haupteinkommen. Also wer hier als Forster anfangen möchte, okay, gerne. Würde ich aber persönlich nicht machen, weil A ist die Steuerung ziemlich bescheiden und man verdient auch nicht so viel Geld. Trotzdem ist es geil, dass sie es eingebaut haben. Man hat so kleine Nebenverdienste dazu. Ich habe nicht bei den ersten Teilen angefangen. Ich weiß nicht, wie es anfing mit den Tieren oder wann es anfing oder eben wie gesagt wie. So, Hexe einschalten. Mal kurz ein bisschen Kleinzeug, wie gesagt. Das wird es eben doch schon ziemlich. Ich glaube, eben die zwei Bäume, die reichen vollkommen zu, dass der Anhänger da voll wird. Wenn nicht, haben wir einen kleinen. Ich glaube, dann fahren wir es trotzdem weg. Es ist zwar viel Arbeit und ganze Stämme bringen ein bisschen mehr Geld. Aber ich finde das hier, finde ich, so ein bisschen realistisch. Also man fährt mit so einem Anhängerchen, fährt man in den Wald und Holz und gut, man muss es eben nachpflanzen. Ja gut, das sind jetzt die Vor- und Nachteile von dem Holzding hier. Also wir brauchen dann auch irgendwann mal ein Feld, wo wir ein bisschen Holz machen können wahrscheinlich, wenn wir es uns durchsetzen wollen. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, dann machen wir jetzt nochmal die Maschine an. Nee, B. Warum N? Und was sagt hier? Der sagt, ich bin gleich voll. Weil ich nicht weiß, ob der einen Speicher hat.
Dann glaube ich sagen, beenden wir den Part hier. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentar, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und das 5000 Speicher. Ja, also könnte man natürlich ein bisschen... Ach doch, wir schmeißen das hier noch schnell rein. Also wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, in meinen Häuflein. Ich muss dann gleich nochmal gucken. Oh, der hat auch schon wieder fast einen vollen Tank. Um den kümmern wir uns, glaube ich, als nächstes, als erstes wieder. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Sagt. Oh, der war zu weit. Ah ja. Männer so. What? Ciao, ciao. Oh, da ist was. Was denn, kann man das jetzt eigentlich hier nochmal rausholen? Das könnte man... Nee, kann man nicht mehr. Okay. Na Judy, ciao, ciao.